Hi. Kann ich mit dir reden? So. Seufzt. Gabajaka? Hallo, Gabajaka. Dankeschön. Elonga. Danke. Elonga. Elonga. Willkommen zurück bei Black Mesa. Und ja, Gordon Freeman ist auf Achse. Allerdings weiß er überhaupt nicht mehr, wo er ist. Er hat immerhin hier einen Fahrstuhl freigeschaltet und so einiges über die Aliensklaven gelernt. Die Herrschaften heißen eigentlich Vortigaunts. Da unten kauert noch jemand. Und das sind eigentlich ganz nette, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie nett sie sind, aber sie werden wohl ziemlich unterdrückt und hier teilweise von den Grunts, ja, platt gemacht oder totgeprügelt. Also nicht sehr nett jedenfalls. Aber offensichtlich greifen sie mich nicht an, das freut mich ja schon. Ich befürchte, da steckt grundsätzlich der Nihiland hinter. Das ist der Gegner oder der Boss hier von dieser ganzen Grenzwelt Zen. Und den muss ich dann besiegen. Ich glaube, da habe ich noch eine ganze Menge zu tun. Ich drücke erstmal auf den Knopf hier. Oh, es funkt, es quietscht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zur Sicherheit wechsle ich aber doch mal lieber auf... nicht gut. Gar nicht gut. Was ist hier los? Oh, das Ding fährt hier hin. Und? Also diese Blitze kenne ich irgendwo her. Das sind die Vortigaunts. Ich hoffe, da komme ich nicht rein. Vortigaunt schreit auf. Also da sind jedenfalls Vortigaunts und die werden wohl bekriegt von den Grunts wieder. Vielleicht kann ich mit ihnen reden. Das hat ja nicht ganz funktioniert da unten. Die Kollegen waren sehr, sehr verschreckt. Aha, hier schlafen sie. Hier lagern sie. Deswegen, die haben hier das Feuer gemacht. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich kann meinen Frieden mit ihnen schließen. Also ein paar Helfer wäre nicht schlecht. Bisher bin ich ja immer so ein einsamer Ritter gewesen. Guck, guck. Jemand zu Hause? Hallo? Nee. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg hier, ne? Okay, dann. Versuchen wir es mal. Da scheint es auf jeden Fall Gesundheit oder irgend sowas in der Richtung zu geben. Das große Tor kann ich aufmachen. Auf jeden Fall, überall wo grüne Lampen sind, da kann ich draufklicken. Frischende Dusche? Keine Ahnung. Was steht hier nur? Aha. Mhm. Keine Ahnung. Aber ich gehöre auch nicht in diese Dimension. Das möchte ich nochmal betonen. Ich komme vom Planeten Erde. Und die hat mich überfallen. Gewollt oder ungewollt? Ich weiß es auch nicht. Scheint ein Kabel zu sein. Und das könnte hier rein. Kann ich das nehmen? Nee. Kann ich hier irgendwas anstellen? Auch nicht. Hier auch nicht. Die Türen. Ich vermute mal, das sind Türen. Gehen auch nicht auf. Hier ist nichts. Ist auch nichts.
Gut, drücken wir mal auf den Knopf und... Nicht gut. Oh, die machen ein Portal auf. Hallo? Okay. Hi. Kann ich mit dir reden? So. Säuft. Gabajaka? Hallo, Gabajaka. Dankeschön. Elonga. Danke. Elonga. Gesundheit. Also ich würde euch... Ah! Lecker gegrillte Headcrab! Ja, dann guten Appetit! Teilt sie euch doch! Jungs, da müsst ihr euch doch nicht streiten drüber! Lamba, Dingsbums? Ich gucke mich erstmal um. Solange die da miteinander über die gegrillte Headcrab diskutieren. Ah, da sind noch mehr. Voila dann. Hi. Klick, klick. Die sind nicht so gesprächig. Das sieht interessant aus. Ein fließender Busch. Kann ich mit dir reden? Hallo? Aber zumindest haben sie keine Angst. Das ist ja schon mal etwas. Ach, da oben ist auch noch einer. Bist du gesprächiger? Hi. Ich kann kein Vortigaunt. Tut mir leid. Bin ich da nicht hier? Ah, die Tür geht auf. Vielleicht ist da jemand. Ich sollte eigentlich diese Waffe wegstecken. Das, ist auch egal. Ich kann leider die Waffe nicht ganz wegstecken. Aber davon... Hallo? Kann ich? Nee. Auch er ist nicht gesprächig. Die ernähren sich von Headcrabs. Interessant. Oh, hoffentlich sind sie nicht sauer, dass ich dann hier die große Krabbe... Na, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Dass ich die platt gemacht habe, denn die hat die ja gelegt. Oder geboren. Die streiten sich immer noch. Vortigesisch. Ah, okay. Hier irgendwas anstellen? Ah, ja. Hier kann ich nichts machen. Gawanga, das kenne ich irgendwoher. Aha, okay. Gawanga? Da-da-da-long. Okay, ich kann mit Ihnen nicht reden, aber vielleicht mit dem Herrn. Hallo? Entschuldigung. Könnten Sie mal, naja, scheinbar nicht. Hier komme ich auch nicht rein. Wahrscheinlich muss ich auf jeden Fall diesen Teleporter irgendwie aktivieren oder... die Kollegen hier müssen das machen. Offensichtlich können sie das, ja. Komm ich hier irgendwo lang? Nee. Ach, da oben ist auch noch einer. Also das scheint eine ganze Siedlung zu sein. Also eine Vortigon-Siedlung. Ob ich Ärger kriege, wenn ich auf den Knopf drücke. Egal, ich muss hier weiterkommen.
okay. Die interessiert das gar nicht. Ich befürchte, ich muss noch einen Knopf. Macht er das wieder aus? Nö. Aber irgendwie fehlt mir hier Energie für ein zweites. Ich würde da gerne durch das Portal gehen, also wenn du es aktivieren könntest, wäre nett. Ich hätte mal eine Headcrab mitnehmen sollen. Hätte ich ihnen vielleicht als Gastgeschenk anbieten können. Kann ich nochmal? Ist hier immer noch grün? Okay. Zwei Energiequellen. Ein... Fehlt irgendwo ein Kabel? Ah, Moment, Moment. Okay. Oh je. Da muss ich irgendwo hin. Kannst du vielleicht die Tür da drüben aufmachen? Kannst du das? Naja. Mist. Vielleicht kann ich irgendwo hochspringen. Naja, hochspringen kann ich ja nicht. Ich kann ja nur weit. Irgendwas muss ich übersehen haben. Kann ich von da vielleicht irgendwo... auf dem Balkon? Nee. Puh, jetzt wird das richtig schwierig hier. Nee, nee. Mm-mm. No chance. Da oben muss ich also hin. Jetzt muss ich noch rausfinden, wie. Das sah hier ja ganz gut aus, aber ich mit denen. Ne, die diskutieren immer noch. Der andere ist am war am Arbeiten. Moment! Die gute alte Brechstange. Schade. Das hätte eine Idee sein können. Auch nicht. Was tun, sprach Gordon. Könntest du vielleicht? Ich, hier, Energie. Nö. Er ist nicht sehr gesprächig. Puh. Habe ich noch irgendwo was anderes übersehen? Vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich kaputt machen kann. Türen. So ein Glas. Auch nicht. Also Vortigons verprügeln will ich eigentlich nicht. Kann ich hier ein... Ah. Moment mal. Das wäre eine Idee. Wenn die sich um die eine Headcrab streiten, vielleicht kann ich da schlichtend eingreifen. Hallo. Guck mal hier. Hier ist da noch eine. Ja, also wenn ihr die auch noch grillt, oder muss ich die erst selbst grillen? Passt nicht. Ich bring die mal wieder weg.
will den Leuten ja ihr Essen nicht wegnehmen. Möchtest du eine? Headpap? Nicht. Du Interesse an Headpaps? Auch nicht. Muss ich die grillen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wann ist eine Headcrab durch? Sieht. Entschuldigung, mein Fehler. Nee, die ist nicht wirklich durch. Au! Nicht zu nah ans Feuer gehen. Schwierig. Ich bin etwas ungeschickt im Kochen. Könntest du mir helfen? Ich meine, da. So, jetzt bin ich mal gespannt. Es wäre natürlich eine komplette Wendung des Spiels, wenn ich solche Sachen machen könnte. Ich glaube, die nimmt nur Schaden. Oh, jetzt sind hier schon zwei. Hi. Da einer? Interesse? Nein. Es sind... Wenn ich dir einen anbiete, vielleicht machst du dann hier... Entschuldigung, ich wollte dich... Hier, nehmt doch. Komm, das ist... Es hat jeder eine. Okay. Ein Versuch war es wert. Oh Mann, wie geht's weiter? Da komme ich nicht hin. Da gibt's keine Option für mich. Oben muss ich irgendwo hin. Aber wie? Wenn ich Hochsprung beherrschen würde. Ich kann nur weit springen. Moment mal. Moment mal. Da komme ich nicht hoch. Aber ich... Tada! Okay, da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Das hatte ich gar nicht gesehen, dass es hier weitergeht. Oh, gut zu wissen. Ich hoffe, da ist keine lebende Headpap drin. Okay, ich kann es kaputt machen. Wenn ich was kaputt machen kann, ist schon mal gut. Was kann Gordon am besten? Aha. Irgendjemanden haben sie hier angebetet. Piep. Ah, okay. Das sieht nicht sehr angenehm aus. Moment, ich will erstmal gucken, ob ich hier rein kann. Das sieht... Die Tür ist doch halb offen. Wieso komme ich da nicht rein? Das ist doch... Ja. Okay, nehmen wir den Weg. Ja, geh rein. Das ist hoffentlich was Gesundes. Hopp. Das sind wieder so schöne Verstecke für... Headcrabs. Da falle ich aber tief. Ehrlich? Muss das sein? Naja, offensichtlich. Augen zu und durch. Yay! Our level is
100%. Oh, hier gibt es wieder reichlich Munition. Moment. Alles nachladen. Die ist noch voll. Die glüht richtig. Schade. Das Ding ist vollgeladen. Was machen denn überhaupt hier unsere Ausrüstungsgegenstände hier im Dorf der Vortigons? Die Tür kann ich nicht. Hier gibt es ein paar Stecker. Hier fehlt einer. Hängt irgendwo einer? Also auf jeden Fall gibt es Knöpfchen, die ich drücken kann. Das ist schon mal etwas. Irgendwo funkt hier was, aber das ist, glaube ich, nur die Kapsel. Naja, ich probiere es aus. Ach, die Biester! Mist, die wollte ich... Oh nein! Leute, das wollte ich nicht. Ich wusste... Au!